Welcher vernünftige Mensch macht sowas? Die meisten Amerikaner wissen gar nicht, was wir hier machen. Und es interessiert sie auch gar nicht. Jim und Tracy Seorian sind auf dem Weg von Texas nach Kansas. Sie sind Custom Harvester, Wanderarbeiter mit eigenem Mähdrescher. Jedes Jahr im Mai starten sie von Texas aus in die Erntesaison. Mit dem Reifegrad des Getreides ziehen sie dann von Farm zu Farm immer weiter nach Norden. Doch in diesem Jahr laufen die Dinge anders. Ein Anruf änderte mit einem Schlag alles. What happened to us is not normal. Was uns passiert ist, ist nicht normal. Die Farmer in Colorado haben uns mitgeteilt, dass sie wegen der schweren Dürre mehr als die Hälfte ihrer Aussaat verloren haben. Und dass sie uns deswegen gar nicht mehr brauchen. Und drei Tage später ging dann über Garden City ein Hagelsturm nieder und vernichtete mit einem Schlag alle übrigen Felder, die wir hätten abernten sollen. Nun haben wir keinen Job mehr, bis in den September. Das ist nicht gut, denn wir haben dafür keine Versicherung und auch keine Reserven, auf die wir zurückgreifen können. Wir müssen jetzt also dringend Arbeit finden. Es kann schon frustrierend sein. Und dieser Job ist immer eine Herausforderung. Man weiß nie, was als nächstes passiert. Der Sturm bleibt wohl da hinten. Ja, aber nass werden wir auf jeden Fall. Jim und Tracy sind unterwegs in den Great Plains, den großen Ebenen des nordamerikanischen Kontinents. Als Saisonarbeiter wandern sie nordwärts, immer dorthin, wo gerade das Getreide erntereif ist. Es ist Ende Juni. Die Felder in Texas und Oklahoma sind bereits abgeerntet. Um die erhoffte Arbeit zu finden, müssen sich Jim und Tracy nun in Kansas umsehen. Dort ist der Weizen erntereif, zumindest dort, wo der Hagel ihn bisher verschont hat. 80 Meilen weiter westlich, nahe der Grenze zu Colorado, ist von Unwetter keine Spur. Sonne, 35 Grad im Schatten. Hier sind sie im Ernteeinsatz. Krumbach Harvesting. Eine Familie mit drei Mähdreschern. Es ist ihr zweiter Erntestopp der Saison. Mitte Mai waren sie in Oklahoma gestartet. Die Nachfahren deutscher Einwanderer ziehen seit über 50 Jahren als Lohndrescher durch die Great Plains. Bruce Krumbach ist der Chef des Familienunternehmens. Er, sein Sohn Blake und Saisonarbeiter Pete steuern die drei Mähdrescher. Ihr Auftrag? 400 Hektar Weizen mähen und dreschen plus Abtransport zum örtlichen Silo. Blake bekommt die aktuellen Erntedaten. Feuchtigkeit 11,21%, Testgewicht 60,6. Klingt gut, danke. Das ist wirklich guter Weizen hier. 55 Bushel mit einer sehr guten Qualität. Der Weizen dieses Jahr war bisher nicht so gut, aber dieser hier bringt über 60 Pfund pro Buschel. Eine sehr gute Ernte für dieses Jahr.
55 Bushel pro Acre entsprechen rund 37 Doppelzentner pro Hektar. Wenn wir hier in Kansas fertig sind, dann ernten wir im Westen von Nebraska an zwei Orten. Dann geht's in den Osten von Montana. Dort gab es in diesem Jahr aber eine Dürre. Also wenn da überhaupt was gewachsen ist, wird das nicht viel sein. Blake schert aus der Formation. Er hat ein Problem. Im Korntank des Mähdreschers kommt kein Getreide an. Ich schätze, die Kette vom Aufzug ist gerissen. Das Nervige daran ist, dass sich die gerissene Kette dann wahrscheinlich im Aufzug verheddert hat. Schwierig, das von hier zu erkennen. Ich steig mal hoch und werfe einen Blick drauf. Mähdrescher werden in diesem Dauereinsatz nicht alt. Schon nach 2-3 Jahren tauschen ihre Betreiber sie aus gegen neue, wenn sie können. Neupreis pro Mähdrescher $500.000. Blake und Truckfahrer Lloyd haben die Ursache des Schadens gefunden und versuchen es mit Bordmitteln aus dem eigenen Werkstattwagen. Ja, du bewegst es bis hier runter. Wir konnten das Problem schneller beheben als gedacht. Eine kleine Kette innerhalb des Laufwerks war gerissen. Das ist mir noch nie passiert. Gewöhnlich reißt allenfalls die Aufzugskette. Aber die sieht gut aus. Jetzt haben wir auch wieder eine saubere Kette. Blake ist erleichtert. Wäre die Kette des Getreideaufzugs gerissen, dann wäre der Mähdrescher mindestens für einen Tag ausgefallen. So aber kann sich Blake wieder mit seiner Maschine einreihen ins Erntegeschehen, während Lloyd noch mal richtig ran muss. Der Ort Manta im Südwesten von Kansas. Hier hat die Krumbach-Familie ihr Versorgungslager aufgeschlagen. Es ist 11.30 Uhr. Lee Krumbach und Schwiegertochter Darcy haben zu Mittag gekocht. Nun werden die warmen Gerichte im Wagen hinaus aufs Feld gebracht. Darcys Kinder Briar, Eddie und der kleine Cal waren bisher jedes Jahr mit von der Partie. Vor allem, damit Vater Blake seine Kinder weiterhin täglich zu Gesicht bekommt. Einst weites, offenes Prärieland gelten die Great Plains heute als die Kornkammer der USA. Rund 35 Millionen Tonnen Weizen werden hier jedes Jahr produziert. Mehr als die Hälfte der gesamten Weizenproduktion der USA. Der Weg und die Fahrzeit zum jeweiligen Einsatzort ändern sich für die Erntecrew ständig. Heute sind es 12 Meilen von der Basisstation aus. Möchtest du anfangen, Blake? Normalerweise sind das immer 7 in der Crew. Und Darcy, ich und die Kids. Ein ganz normaler Tag. Die größte Herausforderung ist eigentlich nur, das ganze Zeug einzuladen und hier rauszubringen. Aber das Kochen an sich ist keine große Sache. Lee und Darcy versorgen die Crew zweimal am Tag. Einmal mittags, dann noch einmal am späten Nachmittag. Die Feldarbeit endet in der Regel erst mit dem Sonnenuntergang. Wenn Blake heute Abend nach Hause kommt, schlafen die Kinder bereits. Wie es ist, mit meiner Schwiegertochter zu arbeiten? Das ist doch eine Fangfrage. Ihr seht schon, dass ich hier bin. Es läuft wirklich gut. Meine Schwiegermutter hat das viele, viele Jahre gemacht und wir machten es auch lange zusammen. Dann lange alleine. Und jetzt ist Darcy hier, seit
Seit 6 Jahren. Und ich mache das seit 37 Jahren. Jedes Mal, wenn wir in einem Ort ankommen, ist es wie nach Hause kommen, weil wir überall Freunde haben. Das genieße ich wirklich. Das ist einfach unersetzlich. Darcy weiß noch genau, wann sie zum ersten Mal einen Erntehelfer traf. Wir beide haben uns am College kennengelernt. Aber als ich auf der Highschool war, fuhr einmal eine Crew Lohndrescher vorbei und ich habe gedacht, welcher vernünftige Mensch macht sowas? Und jetzt bin ich selbst hier. Es stehen Entscheidungen an. Bruce hat einen Anruf vom nächsten Kunden erhalten. Im 70 Meilen entfernten Tribune ist der Weizen ebenfalls reif und der Farmer dort entsprechend nervös. Bruce rät deshalb dazu, die Crew heute noch zu teilen. Wir werden 2 Mähdrescher weiter nach Norden verlegen, zu dem Kunden in Tribune. Ich bleibe hier mit einem Mähdrescher für den Rest hier. Der Weizen weiter nördlich ist einfach reif und wir müssen ein paar Flächen ernten, also sollten wir sofort damit anfangen. Ich versuche, alle Kunden bei Laune zu halten. Manchmal gar nicht so einfach. Eine Entscheidung, die Bruce nicht leicht gefallen ist. Denn sie bedeutet, dass die Familie sich teilt. Wann sie wieder vereint sein wird, weiß im Moment noch keiner. Noch am selben Abend machen sich Blake und die anderen auf den Weg nach Tribune. Seit jeher gelten die Staaten des Mittleren Westens als sogenannte Flyover States. Bundesstaaten, die die meisten Amerikaner nur überfliegen. Bob Dylan nannte diesen riesigen Landstrich einmal das eigentliche Amerika, in dem sich noch der Geist des ganzen Landes finde. Auch in Garden City scheint inzwischen wieder die Sonne. Jim und Tracy haben einen neuen Job gefunden. Ein rund 40 Hektar großes Feld muss geerntet werden. Ein zweites könnte folgen. Tracy ist von der Qualität des Weizens angetan. Hier werden gerade 107 Bushel pro Acre angezeigt. Das ist außergewöhnlich gut. Ein schlechtes Feld hat manchmal nur 10, 15, 20 Bushel. 107 Bushel pro Acre entsprechen 72 Doppelzentner auf einen Hektar. Diese Felder sind künstlich beregnet worden mit einem Sprinkler, etwa so wie mit einem Gartensprinkler. Das ist der Unterschied zwischen bewässertem und trockenem Land. Und deswegen muss ich so langsam fahren. Da muss einfach so viel Weizen durch den Mähdrescher. Um das alles zu verarbeiten, muss die Maschine schwer arbeiten. Was von unten nicht erkennbar ist und erst aus der Vogelperspektive deutlich wird, das Feld, das Tracy aberntet, ist kreisrund. So wie unzählige weitere Felder in den Great Plains. Große Flächen der Great Plains sind eigentlich zu trocken für Landwirtschaft. Deshalb werden sie durch rotierende Beregnungsanlagen mit Wasser versorgt. Es stammt aus einem natürlichen Grundwassersee. So sind zwar Rekordernten möglich, doch zu einem hohen Preis. Durch den übermäßigen Verbrauch sinkt der Wasserspiegel stetig. Und der Grundwasserspeicher wird mit der Zeit versiegen. Eine Ladung noch, dann geht's in die Stadt. Lohndrescher wie Jim und Tracy bieten dem Farmer ein Gesamtpaket. Mähen und Dreschen und den Abtransport zum Silo. Der Farmer muss sich um nichts kümmern.
Gewöhnlich werden wir nach Fläche, Erntegewicht und pro Überschuss bezahlt. Überschuss ist alles über 20 Buschel. Also wenn wir hier im Schnitt 80 Buschel haben, dann gehen 60 Buschel mit in die Verrechnung. Wenn du ein so gutes Getreide hast wie hier, muss die Maschine aber viel härter arbeiten und verbraucht mehr Treibstoff. Und alles, was du tust, bedeutet mehr Verschleiß für die Maschine als bei einer minderen Qualität. Das gleicht dann der Überschuss wieder aus. Ihren Farmer haben Jim und Tracy noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Verhandelt wurde am Telefon, der Auftrag kam per E-Mail. Jim war darüber sehr froh. Als wir unseren eingeplanten Job durch das Unwetter verloren hatten, habe ich meinen Ersatzteilhändler gebeten, sich umzuhören, falls jemand einen Mähdrescher sucht. Zum Glück hat er gleich am nächsten Tag angerufen. Und das hat dann auch direkt geklappt. Während die Mähdrescher bei Wanderarbeitern selten alt werden, kommen die Trucks hier schon mal in die Jahre. Bei Jim und Tracy haben sie sogar alle Namen. Das hier ist Frank. Frank hier. Eine meiner Töchter gab ihm eigentlich den Namen Frankenstein. Es ist ein 88er Freightliner mit Cat-Motor und 15 Gängen. Er wurde mal als Rindertransporter genutzt. Wir haben dann einen Kipper draufgesetzt und ihn so zu einem Getreidelaster gemacht. Ein guter alter Truck. Fast schon ein Klassiker. Tracy hat Jim per Funk mitgeteilt, dass ihr Mähdrescher ein seltsames Geräusch hört. Jim kriegt schlechte Laune. Was hörst du? Es macht... Also während der Fahrt ist das Geräusch so langsam? Das macht keinen Sinn. Ich habe die Tür aufgemacht, um zu testen, ob ich es auch da höre. Und ich habe es gehört. Ich kann es nicht hören. Ich kann es nicht hören. Also einfach weitermachen? Ja. Okay. Ich mach das Radio einfach lauter. Okay. Das ist kein Spaß. Ja, ich weiß. Ich glaube nicht, dass es etwas Ernstes ist. Ich hätte es sonst auch hören müssen. Es scheint ein langsam drehendes Geräusch zu sein. Vielleicht ein Lager oder einfach nur Dreck irgendwo. Hoffe ich zumindest. Zwölf bis 14 Stunden werden Jim und Tracy für das 40 Hektar große Feld brauchen. Vorausgesetzt, das Wetter bleibt gut und der Mähdrescher hält durch. Am Ende werden sie dafür $5.500 einnehmen. Es war in den 1920er Jahren, als das Berufsbild der Lohndrescher aufkam. Noch vor der Erfindung des selbstfahrenden Mähdreschers. Damals waren es noch Wanderarbeiter, die mit Pferd und Arbeitsgerät von Farm zu Farm zogen, um ihre Hilfe anzubieten. In den Great Plains herrscht ein eigenes Klima.
Hier im Westen von Kansas sind die Winter recht kalt und die Sommer trocken und heiß. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt hier im Schnitt bei etwa 300 Litern im Jahr. Zum Vergleich, in Deutschland sind es mit rund 750 Litern mehr als doppelt so viel. In Tribune bricht ein neuer Tag an. Guten Morgen. Seid ihr ausgeschlafen? Du willst in den Park? Ja? Rate mal, was heute für ein Tag ist. Amerikas Geburtstag. Willst du heute Abend das Feuerwerk sehen? Heute Abend. Möchtest du Opas Müsli? You think so? Papa's cereal is. Das ist das Müsli, das Bruce immer isst. Lucky Charms, voll mit Zucker. Which is full of sugar. Und deswegen versuche ich immer mal wieder, es zu verbieten. Aber heute bekommen sie es mal, damit sie ein bisschen schneller auf die Beine kommen. Der Ort Tribune wurde 1868 beim Bau der Eisenbahn gegründet. Heute ist er eines der großen Getreideannahmezentren. Von hier aus geht der Weizen zu den großen Getreidemühlen und zu den Häfen an Ost- und Westküste. Darcy ist auf dem Weg hinaus zum Feld, etwa 20 Meilen entfernt. Das ist übrigens der erste Sommer, in dem ich nicht schwanger bin oder einen Säugling auf dem Arm habe. Wir haben schon so vieles durchgestanden. Man passt sich immer an. Mädels! Okay, lasst uns spielen, wer der Leiseste ist. Ab jetzt! Der letzte Sommer war sehr schwierig. Mit zwei Säuglingen, das war schon heftig. Aber dieses Jahr können wir öfter mal in den Park gehen oder ins Schwimmbad. Einfach Sachen machen, die allen Spaß machen. Das macht alles leichter. Es ist zwar immer noch anstrengend, aber lange nicht so sehr wie im letzten Sommer. Zurück in Manta, wo die Wagenburg der Krumbach-Familie nun verlassen wirkt. Lee Krumbach macht sich hier ebenfalls auf, um das Mittagessen aufs Feld zu bringen. In den Great Plains hat sich überwiegend der Winterweizen durchgesetzt. Er wird im Herbst gesät und im folgenden Sommer geerntet. Bruce prüft derweil das Getreide. Er ist skeptisch. Zum Abernten ist das Feld noch zu feucht. Wahrscheinlich noch 3-4 Stunden, denke ich. Vielleicht 2. Es ist schwer zu sagen bei Weizen. An einem Tag denkst du, er trocknet ganz schnell und es wird und wird nicht trocken. An einem anderen Tag denkst du, es dauert noch ganz lange. Heute haben wir guten Wind, es sollte also schnell gehen. 3-4 Stunden vielleicht. Dann sollte der Weizen trocken sein. Hoffentlich. Und so fährt Bruce mit seinem Mähdrescher von Weizenfeld zu Weizenfeld, in der Hoffnung, dass er irgendwo anfangen kann. 14% Feuchtigkeit sind noch erlaubt. Alles darüber würde der örtliche Silobetreiber nicht annehmen.
Ein neuer Versuch. ...16,6% Feuchtigkeit. Nicht gut, immer noch zu feucht vom Regen letzte Nacht. Dann eben erstmal Pause machen. Seit sich die Krumbach-Familie aufgeteilt hat, herrscht in der Crew von Lee und Bruce eine leicht bedrückte Stimmung. Ihnen fehlen die Kinder. Es ist still. Zu still. Es ist schon anders. Wenn du die Kinder die ganze Zeit um dich hattest, sie überall rumgerannt sind und sie dann plötzlich weg sind, dann ist es mit einem Mal viel zu ruhig. Aber so war es ja früher auch. Die Geschichte der Great Plains war wechselvoll. Als aus der Prärie Getreideland wurde, waren die Ernteerfolge zunächst vielversprechend. Doch dann, in den 1930er Jahren, kam der Rückschlag. Eine Dürreperiode mit heftigen Staubstürmen machte aus der Kornkammer eine Staubschüssel. Mehr als eine halbe Million Farmer war ruiniert. Sie verließen ihre Höfe und suchten vor allem in Kalifornien ihr Glück. Von dieser Landflucht haben sich die Great Plains bis heute nicht erholt. Mit etwa 1 Million Einwohnern zählen die Ebenen zu den am dünnsten besiedelten Gegenden der USA. Al, you're the chosen one. Al, du bist der Auserwählte. Darcy Krumbach versorgt ihre Crew. Und im Gegensatz zu Manta läuft hier in Tribune alles glatt. Blake ist zuversichtlich. Gut soweit. Wir haben unseren Weizen gestern abgeerntet. Jetzt arbeiten wir noch für einen anderen Farmer. Wir haben hier gestern Abend angefangen und sind gerade fertig geworden. Nun müssen wir 10, 15 Meilen nach Norden, um seine restlichen Felder zu ernten. Läuft bestens bis jetzt. Die Krumbach-Familie ist in Süddakota zu Hause. Dort besitzen sie eine Farm, die über den Sommer von den Großeltern geführt wird. Wäre es nicht einfacher für Darcy, sie bliebe mit den Kindern dort? Wir haben immer gewusst, wenn wir heiraten, dann fahre ich mit. Weil die Kids sonst einfach zu lange von ihrem Vater getrennt wären. Auch so sind es lange Tage. Aber sie können wenigstens etwas Zeit mit ihm verbringen. Diese Woche ist sehr viel los. Alle paar Stunden erzählen mir die Kleinen, wie sehr sie ihren Vater lieben und vermissen. Es wäre einfach keine Option, so lange getrennt zu sein. Und wenn sie irgendwann zur Schule müssen? Wenn ich deshalb etwas früher zurück muss, wäre das kein Problem. Gewöhnlich verlassen wir unser Zuhause Ende Mai. Und da sind dann schon Ferien. Ich müsste also nur 1 oder 2 Wochen früher nach Hause. Farmer Gilbert Bishop ist seit über 20 Jahren ein Auftraggeber der Krumbach-Familie. Ein eigener Mähdrescher kommt für ihn nicht mehr in Frage. Die Maschinen sind so teuer, dass es für mich einfacher ist, wenn ich ihnen ein festes Honorar zahle und es dafür ganz schnell geht. Wenn ich das selber machen müsste, würde ich wahrscheinlich 1,5 oder 2 Wochen dafür brauchen. Und die machen es in 4 Tagen. Sie sind ein Familienbetrieb, eine sehr nette Familie. Vor ein paar Jahren ist meine Tante genau zur Erntezeit verstorben und ich musste mir überhaupt keine Sorgen um meine Felder machen. Sie haben alles übernommen. Sie kennen sich hier aus und wissen, wo alles hin muss. Es ist schon toll zu sehen, wie sie in dritter Generation diese Arbeit stemmen. Das nächste Feld hat die Größe 1 Quadratmeile. Derartig große Flächen sind nur mit dem sogenannten Grain Cart, der Kornkarre, zu bewältigen. Der 76-jährige Al Hybold ist der Fahrer des Grain Carts.
Er übernimmt das Getreide von den Mähdreschern, damit diese ohne Unterbrechung mähen und dreschen können. Anschließend wird das Getreide auf Trucks umgeladen, die es schließlich zum Silo bringen. Al ist Rentner und lebt während der Wintermonate weit ab von hier in Süd-Dakota. Das findet er schon langweilig genug. Deshalb freut er sich jedes Mal, wenn er Mitte Mai mit der Krumbach-Familie wieder auf Erntetour gehen kann. Ich sag dir mal was, ich arbeite für die besten Lohndrescher. Auf jeden Fall, was das Essen angeht. Und wie sie ihre Leute behandeln. Die zwei wichtigsten Menschen hier sind Lee und Darcy. Die kümmern sich auch ums Essen. Ich habe mal mit anderen Erntehelfern gesprochen. Die bekommen nur eine Lunchtüte mit einem Laib Brot und einem Glas Miracle Whip für die ganze Woche. Für den versierten Pensionär Al ist diese sommerliche Erntetour eine willkommene Abwechslung. Aber wie wird es einmal für Blake Krumbach sein, wenn er älter wird? Der Job wird schwieriger. Die ganzen Pflanzenkrankheiten und das verrückte Wetter dieses Jahr. Außerdem gibt es generell weniger zu ernten. Es ist nicht mehr so wie vor einigen Jahren, als es noch mehr Weizen gab und so viele Leute Lohndrescher waren. Da war noch Weizen für alle da. Jetzt machen es schon deutlich weniger. Und die Preise für alles andere, was man so braucht, steigen ständig weiter. Es ist wie eine Spirale, mit der man Schritt halten muss. Alles wird teurer und wir müssen immer effizienter werden. Bei Jim und Tracy gibt es derweil gemischte Nachrichten. Sie haben zwar ein weiteres Feld in Auftrag bekommen, aber der Mähdrescher ist kaputt. Das obere Sieb im Mähdrescher ist auseinandergebrochen und dadurch kam ganz viel Abfall in den Korntank. Jim hat zuerst vieles ausprobiert, um herauszufinden, was überhaupt passiert war. Dann fand er im Aufzug ein Stück des Siebs und da wusste er, dass es ein größeres Problem war. So, und nun bauen wir ein neues Sieb ein. So, we're putting in a new sieve. Zwei Bolzen und zwei Scheiben. Ich denke, es sind drei Scheiben, aber ich brauche nur zwei. Okay, hier ist die erste. Ich will keine Zange verwenden. Gib mir die Ratsche. Sie liegt in der Kiste beim Akkuschrauber. Du weißt, was eine Ratsche ist? Ja, ich weiß, was eine Ratsche ist. Okay. Okay, diesen Hebel, den ich jetzt bewegt habe, langsam nach oben führen und öffnen. Okay. Schau mal, ob es eine weitere Kerbe braucht. Ja, meine Güte, das ging leichter, als ich dachte. Hey, wir sind gut. Jetzt sammle den ganzen Mist ein, dann haben wir es geschafft.
Das ging besser, als ich dachte. Nun sollte es wieder funktionieren. Nicht, dass wir da drin was liegen lassen. Ich schau noch mal. Das ist das kaputte, wie sagst du noch dazu? Du nennst es Obersieb. Es nennt sich Obersieb. Und all diese Dinger fehlten hier. Und Jim fand dann eines dieser Teile in dem grünen Abfall, den er aus dem Aufzug holte. Da wusste er, was das Problem war. Ein Siebschaden. Wir haben es in Rekordzeit ersetzt. Jim und Tracy gehen nach der Weizensaison erstmal getrennte Wege. Dann wird Jim anderswo Mais und Soja ernten, während Tracy zu Hause den Schulbus fährt und sich ärgert, wie wenig die Schüler über Lebensmittel wissen. Ich sehe viele Veränderungen in der amerikanischen Landwirtschaft. Die Leute wissen nicht mehr, wo das Essen herkommt. Sie verstehen nicht, was nötig ist, um einen Laib Brot auf den Tisch zu bekommen. Sie wissen nicht, was in ihrem Hamburger steckt. Sie haben keine Ahnung. Das macht mir Sorge. Sie haben sich von der Landwirtschaft entfernt. Alles wird als Selbstverständlichkeit angesehen, weil sie keine Ahnung mehr davon haben. Sie verstehen nicht, was in den Flyover States passiert. Sie wissen nicht mal, dass das Grüne da drüben Mais ist. Das ist frustrierend. Für Jim und Tracy ist es das zweite Erntejahr ohne ihre Töchter, die heute erwachsen sind. Jim ist 60 und Tracy ist 55 Jahre alt. Ihr halbes Leben verbrachten sie im Wohnwagen, die andere Hälfte in einem kleinen Dorf in Nebraska. Am Nationalfeiertag kommt bei beiden Heimweh auf. Dieses Foto ist wahrscheinlich von meiner allerersten Erntetour. Das ist mein Großvater, hier an der Tür vom 750er. Ich bin da im Schneidwerk. Ich glaube, ich versuche es zu reinigen. Das ist ein Bild von mir und meiner Großmutter. Wir sehen da ziemlich cool aus, oder? Sie war da im gleichen Alter, wie ich es heute bin. Damals dachte ich immer, dass sie schon ziemlich alt ist. Heute erkenne ich daran, wie alt ich schon bin. Einige Jahre später lernte ich Jim kennen. Er wurde von meinen Großeltern als Erntehelfer angestellt. Ich denke, wir haben ein Foto von dem dünnen Jim. Das ist Jim 1975. Und natürlich hat er einen großen Eindruck auf mich gemacht. Ich weiß nicht warum, aber es passierte einfach. Nach meinem Schulabschluss haben wir dann 1982 geheiratet. Im gleichen Jahr kauften wir unseren ersten Mähdrescher. Das hier ist das erste Jahr, in dem wir als Familie auf Erntetour gingen. Das war 1990. Das ist unsere älteste Tochter Jamie. Sie ist da ungefähr 5 Jahre alt. Und wir hatten auch Jenna dabei. Sie war damals 3. Und damit man sieht, wie die Familie gewachsen ist, hier die ganze Mannschaft. Heute ist der 4. Juli. Und all die Jahre, in denen unsere Töchter mit dabei waren und immer größer wurden, war das der beliebteste Tag des ganzen Sommers. Wir waren wie gewöhnlich auf dem Feld, aber wir kamen dann vielleicht eine Stunde früher zurück. Es war ein großes Vergnügen, gemeinsam die Feuerwerksraketen abzuschießen und miteinander Zeit zu verbringen. Ja, ich vermisse die Kinder heute sehr. Ja, ich auch. Die Crew von Blake Krumbach ist noch immer getrennt. Der anfängliche Plan, sich hier in Tribune wieder mit dem Rest der Familie zu vereinen, ging nicht auf. Die Crew von Vater Bruce hat weiter in Mentor zu tun.
Für Blake heißt es nun weiterziehen nach Norden. Wir sind hier in Kansas fertig und werden jetzt weiterziehen nach Nebraska. Ein paar Felder konnten wir hier nicht wie geplant ernten, weil wieder Hagelschlag dazwischen kam oder weil sie auch noch nicht ganz reif waren. Also haben wir uns entschieden, aufzubrechen und die zwei Mähdrescher erneut nach Norden zu verlegen. Mein Vater erntet gerade die letzten Felder unten in Manta ab und wird dann auf seinem Weg nach Nebraska auch diese hier verbliebenen Felder abarbeiten. Unsere Pläne werden immer wieder über den Haufen geworfen. Aber das ist typisch Ernte. Wir starten morgen früh, also nicht wirklich früh, so dass wir auch die Kinder organisiert bekommen. Morgens zu reisen ist besser, weil es kühler ist und man nicht in der Hitze fahren muss. Ich hoffe, es wird eine gute Fahrt. Der nächste Erntestopp wird 220 Meilen weiter nördlich liegen. Dort treffen sie dann frühestens wieder auf Lee und Bruce Krumbach. Auch Jim und Tracy ziehen weiter. Sie hatten Glück. Aus Colorado kam ein neuer Auftrag. Ich weiß nicht, warum wir das machen. Es steckt in uns. Es ist ein Teil von uns. Es ist ein Job, der getan werden muss. Also machen wir ihn. Man könnte sagen, es steckt in unserem Blut. Trotzdem, ich könnte damit sehr leicht aufhören. Am Ende werden Jim und Tracy, wie die Krumbach-Familie auch, tausende Meilen zurückgelegt haben. Zwischen Texas im Süden und Montana im Norden. Sie folgen der Reife des Weizens durch die Great Plains. So war es in den Jahren zuvor und so wird es wohl auch bleiben. In all den Erntejahren, die noch auf sie warten.